Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bibel TV, das Gespräch. Die Bibel gilt als das meistverkaufte, aber auch als das am wenigsten gelesene Buch der Welt. Was macht das Buch der Bücher für viele Menschen eigentlich so sperrig? Und wie schaffe ich es vielleicht sogar, mit der Bibel ins Gespräch zu kommen? Diese und weitere Fragen wollen wir klären mit unserem heutigen Gesprächspartner. Ich freue mich sehr, dass er hier ist, Professor Hans-Joachim Eckstein. Herzlich willkommen. Dankeschön. Die Bibel aufschlagen, anfangen zu lesen und schon klappt das mit dem Glauben. Ist das so? Als Professor für Theologie ist man natürlich versucht, sofort zu sagen, ja, das muss man viel komplizierter anlegen, das sind viele Schritte. Aber ich möchte den Ball gerne aufnehmen und sagen, ja, in der Tat, es passiert. Es passiert, dass Menschen auch heute noch das Johannesevangelium aufschlagen und lesen und werden plötzlich fasziniert und hineingezogen in das Beziehungsgeschehen, das da geschildert wird. Begegnungen, die Jesus hat mit einzelnen Menschen, ja, das gibt es. Aber ich denke, wenn man so verfängt, wenn man angesprochen wird von einer Stelle, dann wird man neugierig, dann will man mehr wissen und dann bin ich wieder im Geschäft, dass ich dann sagen kann, wie kann man die alten Zeiten verstehen, wie kann man die Zusammenhänge verstehen. Ich kann ja auch Pech haben, also wenn ich jetzt aufs Geratewohl irgendwo im Alten Testament anfange und habe so einen Stammbaum, den ich vielleicht gar nicht verstehe, der sich bei Seiten hinzieht, dann stehe ich erstmal da wahrscheinlich, oder? Ja, ich gestehe, dass ich selbst als junger Mensch, als ich in der Jugendarbeit mit der Bibel zusammenkam, dachte, ich lese das Neue Testament. Und bei Kapitel 1 des Matthäusevangeliums kamen sehr viele Namen. Das erinnert mehr an ein Telefonbuch. In der Tat, nein, deshalb sind wir eigentlich dafür da, zu sagen, womit fängt man an, dass es andere Menschen gibt. Nicht? Es ist die Ausnahme, dass jemand die Bibel ohne Christen trifft. Sondern normalerweise sollten das Christen machen. Deshalb kam ich mit dem Johannesevangelium oder dem Lukasevangelium. Da werde ich sofort hineingenommen in das Geheimnis, in das Eigentliche, in die Begegnungen der Bibel. Also würden Sie das auch empfehlen, zum Beispiel mit dem Johannesevangelium dann zu beginnen? Durchaus, absolut. Es ist sehr anspruchsvoll auf eine Weise, für Intellektuelle natürlich reizvoll. Aber gerade das Johannesevangelium ist bestimmt von den Begegnungen, die Jesus hat mit Menschen. Einerseits mit einem wie mir, dem Theologen Nikodemus, dann mit der Samaritanerin am Brunnen, da steigt er über Bedürfnisse ein, über Lebenserfahrung ein und spricht sie unmittelbar an. Er weckt ihren Durst. Ja, also wenn man jetzt für Bibelanfänger etwas erklären möchte, dann ist es ja so, dass wir uns bei der Bibel ja mit sehr alten Texten beschäftigen. Ja. Haben die überhaupt für meine gegenwärtige Lebenswirklichkeit überhaupt irgendeine Relevanz, beziehungsweise wie filtere ich die heraus? Das sind ja ganz andere historische Kontexte, in denen ich heute stehe, als die Menschen damals. Ja, Sie haben schon von dem Sperrigen geredet, der Schwierigkeit, die viele haben. In der Tat, das Buch ist 2000 Jahre alt und älter mit den älteren Texten. Die Umstände sind teilweise schwer verständlich. Also nehme ich das eine Beispiel. Es war damals eine patriarchale Gesellschaft. Das heißt, dass der Vater eine einzigartige Rolle hatte. Danach kam nicht die Ehefrau, wie wir es heute sagen würden, oder auf gleicher Ebene, sondern es kam der erstgeborene Sohn noch vor der Frau. Das sind Dinge, die man erst lernen muss, um zu verstehen, warum wird das denn so beschrieben. Ich glaube aber, es gibt eine Kontinuität. Und das ist das, was schon bei der Schöpfung gesagt ist. Der Mensch ist geschaffen als ein Gegenüber, er ist geschaffen für die Beziehung. Und dies lässt sich sehr schön deutlich machen, beginnend bei Adam und Eva, über die alttestamentlichen Begegnungsgeschichten, das Ringen der Menschen um den Sinn des Lebens, um Gott in den Psalmen, hin zu den Begegnungen im Neuen Testament. Und das ist genau dieses, wo ich anknüpfe, wo ich unmittelbar angesprochen werde. Aber dann brauche ich natürlich die historischen Ergänzungen, um dann zu wissen, was genau ist denn eigentlich gemeint, was soll verstärkt werden, was wird relativiert. Da brauche ich natürlich den Kontrast. Und dann kann ja auch ein regelrechtes Gespräch mit der Bibel stattfinden. Ja. Sie haben ja Ihr Buch auch nicht umsonst überschrieben, wie will die Bibel verstanden werden? Das heißt, die Bibel will verstanden werden. Davon gehen Sie aus, oder? Ja, Sie haben den Hintersinn des Titels jetzt sehr schön aufgenommen. Mir ging es gerade nicht darum, wie will ich die Bibel verstehen. Das ist ja schon so, wenn wir uns näher kennen, dann geht es ja immer darum, den anderen nicht nur so zu verstehen, wie ich ihn gerade verstehen will, oder den anderen zu reduzieren auf meine Vorstellung oder meinen Zweck. Sondern bei jeder näheren Begegnung sollte es sein, schon in Freundschaften, allemal in Partnerschaften und Familie, dass ich mich mal auf den anderen konzentriere und sage, wie willst du eigentlich selbst verstanden werden? Und so hat die Bibel auch ein Selbstverständnis, sie hat eine eigene Botschaft, ist nicht nur für mich da,
sondern will mich auch gewinnen für sich. Und das bedeutet, ich soll fähig werden, danach zu fragen, was sind denn eigentlich die Intentionen der Bibel? Wie will sie selber verstanden werden? Das heißt aber auch, dass ich die Bibel anders lesen muss als zum Beispiel ein Roman oder ein Sachbuch. Ist das schon so? Ja, das würde ich schon sagen, dass ein großer Unterschied ist. Und zwar von Ihrem Selbstverständnis her, dass ja jemand da ist, der etwas vermitteln will. Das heißt, es gibt ein Subjekt, es gibt einen Sprechenden. Es wird Wort Gottes genannt und als solches verstanden. Und das heißt, es spricht mich jemand an. Also man müsste es, wenn dann, vergleichen eben mit einem Brief, eines vertrauten Menschen, einem Liebesbrief. Ein Liebesbrief ist nicht gleich mit einem Rosamunde Pilcher-Roman, wenn es denn ein echter ist und keine Fiktion. Und darin liegt der Unterschied. Also man kann andere Bücher auch mit Interesse lesen, aber es ist eigentlich eine Selbstreflexion. Ich werde angeregt zur Beschäftigung mit mir selber. Aber ein Brief, ein Liebesbrief, das ist jetzt nicht spontan von mir erfunden. Man sagt ja gerne, das Neue Testament, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an die Menschen, nimmt mich hinein ja in ein Gegenüber, in eine Begegnung. Und das ist das eigentlich Spannende. Ich werde rausgerufen. Oder wenn ich es umdrehe in den Psalmen, da ist es so, dass praktisch wir Gebete haben, wo Menschen ihrerseits nach Gott rufen und verstanden werden wollen oder fragen, wie kann ich dich denn verstehen in meiner Krise, in meiner Anfechtung? Also da habe ich ein wechselseitiges hermeneutisches Verstehen. Und da ist auch alles erlaubt, ne? Krise, Anfechtung, Zweifel. Ja, sogar Wut auf Gott. Das wird oft gerade bei Menschen, die im Glauben sehr engagiert sind, gar nicht so wahrgenommen. Das Buch Hiob hat ja 42 Kapitel. Es ist ein Aufbegehren gegen Gott, ein Ernstnehmen Gottes. In den Psalmen dominieren die Klagepsalmen, die Fragen, wie lange noch lässt du mich so leiden? Ich stehe doch auf, warum schläfst du, Gott? Und das Faszinierende ist offensichtlich, dass nach dem Verständnis der Bibel es Gott viel lieber ist, wenn wir gegen ihn aufbegehren und ihn darin ernst nehmen, als dass wir nur alles in uns hineinfressen und nach außen hin ein höfliches Gesicht machen, aber ihn dann daran nicht ernst nehmen. Aber auch das kennen wir zwischenmenschlich. In einer Ehe ist es so, dass dem anderen es viel lieber ist, er weiß, warum der andere schlecht gelaunt ist. Und wenn ich mich bei meiner Frau ausklage und ausschimpfe, ist es ihr viel lieber, als wenn ich es reinfresse und lasse es anschließend an ihr aus. Das ist ja ein großer Unterschied. Und das ist faszinierend. Dann wird die Bibel spannend, wenn ich plötzlich merke, ich muss gar nicht artig sein Gott gegenüber, ich soll wahrhaftig sein. Es geht um Wahrheit. Ja, Sie sprachen ja auch gerade schon mal die historischen Kontexte an, ja, die dann auch aufgeschlüsselt werden müssen. Ein Zauberwort, was ja auch zu Ihrer täglichen Arbeit da gehört, ist die Hermeneutik. Ja. Was bedeutet das genau? Ja, also das kommt vom Griechischen her und bedeutet zunächst einmal übersetzen, einfach eine Sprache in eine andere übersetzen, aber dann auch inhaltlich übersetzen. Und insofern ist es die Kunst des Übersetzens, des Verstehens. Ich mache es sehr gerne so deutlich, wenn man das Übersetzen anders betont, übersetzen. Ich bin auf meinem Ufer in der Gegenwart, in meiner jetzigen Gegenwart, mit meiner Geschichte, mit meinem Vorverständnis. Und jedes historische Verstehen, jede Hermeneutik, allemal der biblischen Texte, bedeutet, dass ich zunächst mal mich selbst verlasse, von mir absehe und in einem Boot übersetze zu einem anderen Ufer. Das ist ein Übersetzen schon in der menschlichen Begegnung, dass ich sage, jetzt will ich nicht nur die ganze Zeit dich instrumentalisieren für mich, sondern ich will dich verstehen, wie geht es dir, was ist dein Anliegen. Das gilt auch historisch, ich gehe in die Vergangenheit zurück. Was war das damals für eine Geschichte? Inwiefern waren die ersten Christen vom Judentum her geprägt? Was war die Begegnung mit dem Hellenismus der griechischen Welt? Das alles ist zunächst einmal Distanz. Und Hermeneutik bedeutet zunächst einmal übersetzen und das andere als das andere verstehen. Das fällt da vor allen Dingen schwer, wo das andere mir als fremd erscheint. Also da, wo das andere mir vertraut ist, dann bin ich gerne bereit, mich zu verlassen. Da aber, wo das andere mir erstmal fremd ist, eine fremde Welt kommt. Einerseits jetzt die historischen Verhältnisse. Es gab damals Sklaverei. Die Frauen waren den Männern untergeordnet. Es gab eine Unterscheidung von Juden, die sich selber dazugehörig fühlten und Heiden, die erst an die Tür klopften. Heute wäre es eher umgekehrt. All das kann zunächst fremd sein. Aber natürlich noch viel mehr, wenn ich merke, hier geht es plötzlich gar nicht um mich, sondern hier geht es um Gott, den Schöpfer, einen Herrn, der über alle Herren ist. Also das Fremde, das andere als das andere wahrnehmen. Und dann ist natürlich die Aufgabe eines Historikers, eines Bibellesers, eines Christen, nicht einfach im Dort und Dann zu bleiben, sondern jetzt die Inhalte auch wieder überzusetzen. Und wenn ich das Bild des Bootes nehme, eben so überzusetzen, dass auch der Inhalt trocken wieder ankommt
und die Botschaft nicht zwischendrin verwässert wird, nicht in diesem Bild des Übersetzens gesprochen. Also ein doppeltes Verstehen, das Dort und Dann verstehen, einen Römerbrief verstehen, so wie er selbst gemeint ist, und das Johannesevangelium verstehen. Und dann aber wieder zu sagen, und was heißt das für uns heute, was heißt das für mich heute? Ist das der kritische Punkt, denn wieder an das eigene Ufer zurückzukommen? Also ja. Ich kann mir vorstellen, dass sich hineindenken in eine andere vergangene Zeit ist sicherlich komplex und ist sicherlich anspruchsvoll. Aber das, was nehme ich dann mit rüber wieder ans eigene Ufer? Ja. Das ist doch sicherlich der schwierigste Punkt, ja, wenn man es unterfangen, oder? Das ist absolut schwierig, und zwar sowohl, wenn man es jetzt wissenschaftlich betreibt, also zu sagen, was ist denn jetzt das Bleibende, was ist die Kontinuität in der Geschichte, wo ich eben sagte, es ist der Mensch und die menschliche Begegnung, die Bestimmung des Menschen und so weiter. Aber natürlich auch, wenn es um die eigene Person geht, also gar nicht das Historische, das Abständige ist, sondern dass hier plötzlich nicht mehr ich im Mittelpunkt stehe, sondern jemand anders, nämlich er mir als Herr und Gott begegnet, der Gott der Bibel, und ich plötzlich in Beziehung gesetzt werde zu einem Du. Und ich bin es gar nicht gewohnt, weil ich eigentlich mich als Sonne verstehe und alle anderen sollen Planeten sein. Also das ist genau der Punkt. Und dann kann es natürlich auch sein, im ethischen Bereich, dass natürlich im Neuen Testament nicht alle ethischen Fragen für die Gegenwart geklärt sind. Also ob ich Fahrrad fahren soll oder Auto, ob ich Benzin, Diesel oder Elektroauto fahren soll, all das waren noch nicht die Fragen des Paulus. Da muss ich natürlich dann nochmal einen weiteren Schritt machen in der Anwendung, rein ethisch. Ja, aber wie kann das in Grenzfragen gelingen? Das haben wir ja in der Bioethik ganz viel oder auch in der Sexualmoral und so weiter. Ja. Gibt es da den hermeneutischen Schlüssel oder sind da ganz viele verschiedene Ansätze, die da kursieren? Ja, also ich gehe mal etwas in der Geschichte zurück, weil dann wird es sehr plausibel. Wir hatten vor einigen Jahrzehnten im Zusammenhang noch des Kalten Krieges die Frage der Nachrüstung und die Frage, inwieweit rüsten wir mit Atomwaffen auf, um den Ostblock davon abzuhalten, jetzt über uns herzufallen und uns zu erobern. Und da muss man sagen, dass wir quer durch die Kirche, quer durch die Christenheit ganz konträre Positionen hatten, die sich mit guten Gründen beide ja auf die Bibel berufen haben. Nicht? Also beide haben gesagt, also du sollst nicht töten und die Bergpredigt gilt, Barmherzigkeit und Gnade stehen an erster Stelle. Aber in der Frage, wie kriegen wir das jetzt politisch und militärisch realisiert, hatten wir eben ganz konträre Meinungen. Und damals waren wir fast zerrissen in Deutschland als Christenheit über diese Frage. Und in der Retrospektive mag man jetzt sagen, das eine hat sich mehr bestätigt. Und man muss aber sagen, es war Gottes glückliche Fügung, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Ich würde nicht sagen, dass das Rechthaberei auf einer Seite war. Das heißt, es ist ein Ringen. Die gibt es ja Gott sei Dank auch noch, Gottes Fügung. Absolut. Und das ist ja das, was natürlich auch die friedliche Revolution dann überhaupt ermöglicht hat. Also mir ist ganz wichtig, da auch zu differenzieren. Klarheit kann ich erzwingen in Argumenten, wenn es um das historische Verstehen, das Dort und Dann geht. Und wenn ich selber ich bin auch Synodaler, wenn ich in der Synode als Neutestamenter gefragt werde, wie sind die Bibelstellen zu verstehen, wie ist Kirche im Neuen Testament, wie ist Wort Gottes im Neuen Testament zu verstehen, da bin ich sehr energisch mit guten Gründen, weil das mein Beruf ist, als Historiker und als Bibelwissenschaftler zu argumentieren. Ich trete aber dann ins Glied zurück der Gemeinde und der anderen Synodalen oder des Hauskreises oder wo immer dann die Sache ist, wenn es darum geht, und wie übersetzen wir das ins Heute? Also da habe ich jetzt nicht als Neutestamentler einfach einen Joker von vornherein, dass ich sage, ich bin für alles kompetent, sondern da muss ich auch von anderen lernen. Ja. Da muss ich von Offizieren lernen, wie ist es genau, von Politikern lernen, von Soziologen, von Psychologen lernen. Und das ist mir ganz wichtig. Das wird oft übergangen, dass das nicht klar ist. Das sind verschiedene Kompetenzen. Ja, in diesem Zusammenhang auch wichtig, zwei Begriffe für Sie, nämlich biblisch und unbiblisch. Ja. Also biblisch ist für Sie genau was? Ja, ich glaube, dass es hilft, wenn Sie es erlauben, das zu differenzieren. Denn das geht in der Debatte, auch in den letzten Jahren ging es in der kirchlichen und gemeindlichen Debatte immer durcheinander. Zunächst einmal gebrauchen wir im Deutschen biblisch, wenn etwas einfach in der Bibel vorkommt. Das heißt also, es wird in der Bibel erwähnt, in einer Konkordanz kann ich es nachschlagen, kommt der Begriff vor. So kann man, um ein extremes Beispiel zu nehmen, der Brudermord des Abel durch seinen Bruder Kain ist biblisch. Natürlich einzig in der Weise, dass er in der Bibel vorkommt. Biblisch natürlich nicht in dem Sinne, dass ich sage, das ist die Norm der Bibel, das ist das, was die Bibel anstrebt, was sie vorgibt, was sie als Gottes gute Weisung versteht.
Da würden wir sofort erinnert werden an du sollst nicht töten oder an die Bergpredigt, dass das Töten schon im Hass beginnt, in der Abwertung, Zerstörung des anderen Menschen. Biblisch 1 ist ganz vordergründig, es kommt in der Bibel vor. Das steht drin. Das steht einfach nur drin und da steht natürlich auch sehr viel Schlimmes drin und man fühlt sich ja nicht nur von den Menschen in der Bibel verstanden, die das vorbildlich lebten, sondern man ist manchmal überrascht über Abraham und Sarah und über das Verhalten von David. Das heißt, man fühlt sich auch durch ihr Missverhalten und ihre Unangemessenheit durchaus verstanden. Aber das ist ja nicht vorbildlich, insofern nicht normativ, sondern das kommt einfach vor. Aber biblisch 1 haben wir jetzt, also steht in der Bibel drin. Ja, was und biblisch 2 wäre, dass es in der Bibel als Norm vorgegeben ist. Und das ist ganz konkret so auch, wenn wir die Bibel richtig lesen, dass wir sagen, das ist eine Anweisung im Römerbrief und in der Situation ist es so zu verstehen oder im Korintherbrief, dass wir das herausstellen und dass wir das erklären, wie ist das gemeint. Das ist dann das Normative, biblisch 2, aber im Dort und Dann. Das heißt also, so hat es Jesus damals gesagt, so hat es der Apostel gemeint, so hat es die frühe Gemeinde geklärt. Also, wie ist das mit dem gemeinsamen Abendmahl zwischen Judenchristen und Heidenchristen? Eben Paulus vertritt als Wahrheit des Evangeliums, es darf nur ein Abendmahl geben. Heiden dürfen auch in die Kirche aufgenommen werden, ohne Beschneidung durch Taufe. Biblisch 2. Mhm. Damit bin ich aber noch nicht in der Gegenwart, sondern in der Gegenwart bin ich, und dann sage ich gern, das ist biblisch 3, wenn ich genau vom anderen Ufer in die Gegenwart komme. Dass ich sage, was heißt das heute für uns? Damals hat Paulus den Sklaven nicht sagen können, lauft einfach von euren Herren weg, sondern er hat gesagt, wenn ihr Sklaven seid, dann versucht Zeugnis zu sein, selbst noch in Sklaverei, um euren Herrn zu verherrlichen und eure Herren zu gewinnen, seid Zeugen. Und so sehr er in einem Fall, nämlich bei dem Philemon-Brief, deutlich macht, er würde gerne den Sklaven aus der Sklaverei rausholen bei einem anderen Christen, so wenig kann er die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. Biblisch 3 ist aber dann die Frage, wohin intendiert das, also die Ermahnung der Herren mit ihren Sklaven als Geschwistern umzugehen? Also was soll ich jetzt in der Gegenwart damit anfangen? Was soll ich in der Gegenwart, genau das ist es, was soll ich damit anfangen? Und insofern würde ich sagen, die Abschaffung der Sklaverei ist biblisch 2 intendiert, aber konnte damals ja gar nicht durchgeführt werden, weil die Christen ein ganz kleiner Kreis war. Aber biblisch 3 in der Anwendung, die Abschaffung der Sklaverei, auch durch Christen gefördert, ist konsequent. Aber es ist eben ein bewusster Schritt der Anwendung in eine andere Zeit hinein. Ja, jetzt gibt es ja im Alten Testament zum Beispiel auch Normen, ja, was man jetzt unter biblisch 2 fassen würde, schön, die wir in der Gegenwart gar nicht so anwenden. Ja, oder? Ja, das ist spannend. Deshalb habe ich auch formuliert, wie will die Bibel verstanden werden, weil ich im Neuen Testament selbst lernen kann, wie gehe ich eigentlich mit dem Alten Testament um. Und dann erkenne ich, dass das Neue Testament, wie es Hebräer 1,1 so schön sagt, Gott hat vormals schon geredet durch die Propheten zu den Vätern. Jetzt aber in den letzten Tagen hat er letztverbindlich endgültig durch den Sohn geredet. Der Sohn ist sogar mehr als die Propheten, mehr als Mose, ja sogar mehr als die Engel. Das heißt, dass die Christen das Alte Testament als ihre Schrift hatten. Denn es gab ja noch kein anderer als nicht. Jesus hat nie aus dem Neuen Testament gepredigt, weil es das ja noch nicht gab. Es war ihre Schrift. Aber sie haben sie von Christus her gelesen. Sie haben von Christus her gelernt. Und insofern ist im Alten Testament in der Tat manches, zum Beispiel die Forderung der Beschneidung, nicht, das wurde nicht übernommen, sondern durch den Missionsbefehl Matthäus 28, durch das, was Christus dem Paulus gesagt hat vor Damaskus, war klar, die Taufe tritt an die Stelle der Beschneidung in der Heidenmission. Das war ein großer Schritt, weil biblisch 2 die Beschneidung ja unbedingt gefordert war, eben für Juden, für Israeliten. Also die Öffnung zu den Heiden, die Einführung der Taufe, das alles geschah in bewusster Abgrenzung zu dem bisherigen, aber nicht willkürlich, einfach nicht Liberalisierung als Selbstzweck oder aus einer Laune heraus, sondern durch klare Weisung, die sie durch Christus empfangen hatten, durch den irdischen Jesus, vor allen Dingen aber dann durch den Auferstandenen, denn erst da haben die Jünger wirklich verstanden, was Jesus meinte. Wort Gottes wird im Neuen Testament so verstanden, wie wir es in einem römischen Brunnen darstellen können. Ein römischer Brunnen hat oben in der Spitze das Wasser, das ist die Quelle. Wort Gottes als Person, da können wir sagen, das ist Jesus Christus selbst. Und zwar jetzt nicht nur als eine Idee oder irgendwie ein Inhalt, den ich abstrakt habe, sondern es ist der gekreuzigte, auferstandene und heute lebendige.
von dem wir als Christen erwarten, er kommt wieder und wird sich im Gericht durchsetzen und seine Wahrheit erweisen. Das ist die Quelle selbst. Aufgefangen ist das im Evangelium, das nämlich der Auferstandene den Frauen und Männern Paulus zeitversetzt vor Damaskus gegeben hat. Christus selber kann ich heute nicht greifen, unmittelbar wie damals den Irdischen. Auch das Evangelium habe ich selber nicht gehabt, denn ich bin ja nicht Paulus. Was ich aber habe, ist das Zeugnis der Apostel als nächste Schale. Und in dieser Schale habe ich das ganze Zeugnis. Und das geht weiter in die späteren neutestamentlichen Schriften wie Lukas, der von sich gar nicht sagt, dass er Apostel war, sondern alles erforscht hat. Und auch wenn wir heute predigen und lehren, in eine weitere Schale. Und jetzt nehme ich den römischen Brunnen deshalb, um zu sagen, das, was ich heute lehre, ist abhängig von dem, was ich bekomme. Das heißt, ich habe Christus nicht unmittelbar. In meiner Gemeinde kann keiner sagen, ich bin Christus, ich sage jetzt, wo es lang geht. Das bin ich nicht, sondern wir haben es nur im Neuen Testament. Das Neue Testament enthält das Zeugnis der Apostel. Und die Apostel haben ihre Autorität allein darin, dass sie die Wahrheit des Evangeliums weitergeben, die sie von Christus selbst empfangen haben. Und insofern, die unterste Schale ist, wenn ich nicht vergifte und etwas Falsches reintue, Wort Gottes. Damit sage ich also mehr, es ist nicht nur das Neue Testament Wort Gottes, sondern auch wenn in der Seelsorge ich einem Menschen oder jemand anders einem Menschen zuspricht, im Namen Jesu Christi darf ich dir sagen, dir sind deine Sünden vergeben, du bekommst ewiges Leben als Geschenk allein aus der Liebe Gottes in Christus geschenkt, dann ist das Wort Gottes. Aber nicht, weil ich es sage oder weil es ein Christ sagt, sondern weil er nichts sagen will als das, was uns hier bezeugt ist, was Christus selbst im Evangelium als das Wort Gottes gegeben hat. Insofern, mein Wort ist menschliches Wort vor allem, aber wenn ich nichts sagen will als das, was das Neue Testament bezeugt und tue das treu in Wahrheit, dann ist es apostolisches Wort, als solches Evangelium, als solches Christus selbst, der durch uns spricht. Sehr schönes Bild. Muss man sich auch erstmal vorstellen. Also das Bild des römischen Brunnens, nicht der von oben nach unten in den Schalen das hat. Und warum ich das liebe, ist, es ist beides. Es ist die Abstufung, sodass heute keiner sagen kann, ich hatte heute Nacht eine Offenbarung, in Wahrheit bin ich der Messias. Ja. Ich bin angewiesen. Und Sie hatten eben den Streit angesprochen. Wenn ich mit anderen Christen sage, was ist jetzt richtig in einer ethischen Situation, dann sind wir alle auf dieses Neue Testament gewiesen. Und es kann keiner sagen, ich kenne eine Abkürzung zur Wahrheit. Weil wir nur hier das Evangelium haben und nur im Evangelium Jesus Christus. Und wenn er wiederkommt, natürlich haben wir ihn unmittelbar. Aber jetzt in einem Streitgespräch können wir ihn ja nicht unmittelbar am Mantel greifen, wie es die Jünger noch konnten, als er als der Irdische da war. Ja. Professor Eckstein, Sie sind mehr als 40 Jahre mittlerweile Theologe. So ist es. Befassen sich intensiv mit der Heiligen Schrift. Wie spricht denn die Bibel zu Ihnen in Ihrem Alltag? Ja, also auf ganz vielfältige Weise. Ich muss gestehen, dass es ein Vorrecht für mich ist, denn als ich mit 15 Jahren Christ wurde in der Jugendarbeit und dann das Neue Testament kennen und schätzen lernte und merkte, Freunde hat man nicht immer, Gemeinde hat man auch nicht immer, Gefühle können versagen, Erfahrungen sind auch nicht immer verlässlich, da habe ich das Schätzen gelernt, das Neue Testament, dass dort Gott immer gegenwärtig ist, schwarz auf weiß. Heilsgewissheit, Vergewisserung habe ich hier schwarz auf weiß. Und ich erinnere mich daran, dass ich schon mit 17 den Traum hatte, wenn ich doch mein Leben lang erstens mich mit dem Neuen Testament beschäftigen könnte und zweitens immer mit jungen Menschen zusammen sein dürfte, um es mit ihnen zu teilen. So geht es mir noch heute, dass ich irgendwo sitze und auf einer Bank lese und es spricht mich unmittelbar an. Es geht mir so mit meinen Studenten, ich ringe mit ihnen und gehe ganz erfüllt raus, weil ich mit Sicherheit mehr gelernt habe als die Studierenden im besten Fall. Es geht mir natürlich auch so, wenn ich mit Kollegen spreche, mit anderen Christen spreche und sie ihre Erkenntnisse mir mitteilen. Also es ist ein Kommunikationsgeschehen, dieses Verstehen. Kommunikation schwarz auf weiß mit den alten Zeugen, aber vor allen Dingen mit anderen Menschen, mit meinen Studierenden. Ich predige auch sehr viel, bin viel unterwegs. Da ist es das Erleben des Gottesdienstes der Gemeinde. Oder neulich hatte ich einige Tage, wo wir 4-5 Tage lang Psalmen studiert haben zusammen. Da haben die Psalmen selber zu mir gesprochen. Also das ist ein Geben und Nehmen, wenn man Schrift teilt mit anderen. Herzlichen Dank, dass Sie Ihr Wissen heute mit uns geteilt haben und auch Ihre Einsichten in die Bibel, in die Heilige Schrift. Vielen Dank dafür. Gerne.
Und bei Ihnen bedanke ich mich auch, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch.